Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Fragebogenaufbau für Fortgeschrittene. Mein Name ist Marc Haupt, ich bin Senior Consultant bei Questback und ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie das Beispiel einer Funnel-Analyse in EFS realisiert werden kann und auf dem Weg einige Fragebogen-Funktionalitäten vorstellen. Darunter sind die dynamischen Listen als auch Loops und das sind Elemente, mit denen man sich auf dem Weg zur Fragebogenerstellung auf jeden Fall etwas Zeit sparen kann. Am Ende werfen wir noch einen detaillierten Blick auf die Konfiguration von Loops. Ich würde aber zunächst mal starten mit einer kurzen Einleitung in die Funnel-Analyse. Zwischen Kunden und Unternehmen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die durchlaufen werden, was die Erfahrung als auch die Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden angeht. Und die Funnel-Analyse ist ein Mittel, genau diese Erfahrungen und Bewertungen der Unternehmen zu tracken über die Zeit. Verschiedene Dinge könnten hier die Zielsetzung sein, sagen wir die Evaluierung der Wechselbereitschaft der eigenen Kunden, als auch die Loyalität der eigenen Kunden zur eigenen Marke oder zum eigenen Produkt gegen Mitbewerber, als auch das Abfragen von Kundenerfahrungen. In diesem Prozess durchlaufen Kunden normalerweise ein Prozess, der aufgesetzt ist wie eine Art Trichter. Das heißt, im Entscheidungsprozess befinden sich zum Anfang noch sehr viele Marken und Mitbewerber. Die Bekanntheit anderer Marken kann hier groß sein. Doch wenn es dann weitergeht, dann wird die Menge der Marken immer kleiner, wenn wir von einer Stufe der Bekanntheit bis hin zu, was hat jemand eigentlich gekauft, bis hin zu, was würde jemand weiterempfehlen, bis hin zu, was würde ich selbst wieder kaufen. Entlang dieser Stufen ergibt sich in der Fragebogenerstellung dann die Herausforderung, natürlich diese große Marke an Listen in einem Fragebogen zu platzieren und eben auch dynamisch auszuspielen. Andersherum gesagt, welcher Befragte sieht eigentlich auf welcher Seite welche Marken und muss dafür welche Items beantworten? Für diese erste Herausforderung lohnen sich dynamische Listen, um Inhalte, die einmal erstellt wurden, wie eben diese Liste an Marken, dynamisch auf Folgeseiten auszuspielen. Ich möchte jetzt zunächst mal das Beispiel vorstellen, wie es denn am Ende final aussehen soll. Der Teilnehmer wird über eine Seite nach der Liste aller Anbieter für Pkw befragt, Automarken, die er kennt, und soll im nächsten Schritt dann zu den ausgewählten Marken genau die sehen, die selbst bekannt sind. Und hier wird dann auch die Frage gestellt, zu welchen dieser Marken, die bekannt sind, wurde in der letzten Zeit eine Werbung gesehen, gehört oder gelesen. Dieses Setup bedingt in der normalen Programmierung eigentlich eine Reihe an Ausblendbedingungen. Und doch in diesem Beispiel wäre es natürlich schön, das Ganze zeitsparender über dynamische Listen zu realisieren. Ich wechsle dazu einmal das Projekt und zeige das beispielhafte Setup. Okay, grundsätzlich muss man sich in der Fragebogenprogrammierung die Gedanken machen. Bei dynamischen Listen geht man zunächst mal davon aus, ich brauche etwas, was eine Quellfrage ist, aus der ich die Items ziehen kann. Diese ist hier bereits angelegt, fragt also gestützt die Markenbekanntheit ab. Und wenn ich hier mal in die Vorschau gehe, sehe ich, das ist eine Mehrfachauswahl mit integrierten Bildern, die vorab hochgeladen wurden. Das soll mir jetzt als Quellfrage dienen. Ich habe auch schon eine Seite programmiert, die für die Ausgabe gedacht ist. Hier handelt es sich dann auch um eine Mehrfachauswahl, eben aber mit dem Fragetext, ob die Werbung schon gesehen wurde zur zugehörigen Marke. Im Hintergrund sieht es dann so aus, dass auf der Zielfrage erstmal keine Antwortoptionen eingefügt wurden. Das sieht man hier unten. Lediglich die Kategorie für keine der genannten ist eingefügt. Die Antwortoptionen werden dann hier durch die dynamische Liste, die angelegt wird, gefüllt. Projektübergreifend kann man jetzt im Fragebogen-Editor erstmal ins Menü für Listen gehen
und hat hier die Möglichkeit, eine dynamische Liste anzulegen. In der Liste ist das Wichtige natürlich ein betreffender oder sagen wir mal, treffende Beschreibung für den Namen der Liste. Das wären jetzt bekannte Marken. Und in der Folge auch die Auswahl der Quellfrage. Das kann eine oder mehrere der Fragen, die im Fragebogen vorhanden sind, sein. Die gestützte Markenbekanntheit wähle ich hier aus und klicke einmal auf Speichern. EFS wird jetzt aus der Quellfrage alle Items inklusive Label als auch hochgeladenem Bild übertragen. Und so sehe ich, dass hier 16 Marken in der Liste sind und unten auch die Kategorie keine der genannten übernommen wurde. Ich kann jetzt für jedes dieser Items festlegen, wann es dynamisch für einen Teilnehmer ausgespielt werden soll. Und das wird über Aufnahmebedingungen eingestellt. Hinter diesen Dropdowns verbirgt sich also die Möglichkeit, bestimmte Elemente anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist dabei, wenn gewählt, wird die Marke beim Ausspielen der Liste immer dargestellt. Genauso könnte man sagen, wenn ich es mir jetzt überlege, die Antwortoption keine der genannten möchte ich eigentlich gar nicht darstellen. Hier wähle ich dann die Option nie in Liste und klicke einmal auf Speichern. Das ist so grundsätzlich das einfachste Setup, wenn ich einfach alle Marken ausspielen möchte, die in der Quellfrage ausgewählt wurden. Und das reicht jetzt auch schon, um in der Zielfrage genau diese Marken darzustellen. Dazu wechsle ich in den Fragebogen Editor, finde den Weg zur Zielfrage, nämlich die gestützte Werbeerinnerung zu diesen Automarken. Und habe hier die Möglichkeit, diesen Block dynamische Antworten zu öffnen. Hier ist es nämlich möglich, über den Link die Auswahl der möglichen dynamischen Listen zu finden und die gerade angelegte Liste einzubinden. Ich klicke jetzt einmal auf Speichern. Die Liste ist ausgewählt. Und das Ganze ist jetzt grundsätzlich schon lauffähig. Deshalb gebe ich dem Ganzen mal einen Test. Starte mit der Vorschau von der Quellfrage. Wähle mal die Marken Ford, Mercedes und Peugeot aus, klicke auf Weiter und bekomme dann in dieser Frage auch genau diese drei Marken dargestellt. Die Reihenfolge der eingeblendeten Items lässt sich im Editor einstellen. Ich wechsle dazu einmal in die Zielfrage. Hier ist dann ersichtlich, wie die neuen Items eingefügt wurden. Es können abweichende Label eingestellt werden, es können aber auch abweichende Bilder in dieser Zielfrage eingeblendet werden. Hier unten ist noch die vorhandene Antwortoption keine der genannten. Und wenn ich die Ordnungszahl einfach mal an die höchste Position setze, dann wird auch die Reihenfolge aktualisiert, so dass trotz der dynamischen eingeblendeten Marken diese Option auch immer an letzter Stelle steht. Was es bei der Fragebogenprogrammierung immer zu beachten gilt, ist, was passiert, wenn Teilnehmer eben keine der Marken kennen oder was ist, wenn wir hier gar keine Eingabe vom Teilnehmer haben und dieser unten plausibel, sage ich mir, einfach auf Weiterklickt und die Liste nicht mit Elementen gefüllt ist. In dem Fall landet der Teilnehmer auf einer leeren Seite. Diese Fälle müssen bedacht und abgefangen werden durch Filterführung. Ich würde in diesem Fall also entweder einen Filter programmieren, der die Teilnehmer auf genau die Seite leitet, eben wenn mindestens eine Marke angeklickt wurde, oder ich nehme mir die Zeit und setze eine Antwortpflicht auf die erste Frage und verhindere, dass die Angabe zu keine der genannten angeklickt wird. Ich zeige jetzt einmal, wie die Filterführung aufgesetzt werden kann. Das heißt, ich möchte zwischen Quell- und Zielfrage noch einen Filter setzen, der genau prüft, ob mehr als eine Marke bekannt ist. Mit dem Anlegen einer Liste sind in EFS zusätzliche Hilfsvariablen vorhanden. Wenn in das Fenster des Variablen- oder Filtereditors List eingegeben wird,
erscheint die Variable ListSize, die pro Liste einmal die Ausgangsgröße dieser Liste angibt. Das heißt, hiermit kann geprüft werden, wenn diese Liste größer als 0 ist, soll der Filter aktiviert werden. Wenn keiner der Marken angeklickt wurde, wird der Filter nicht aktiviert und die Zielfrage nicht gesehen. Ich schiebe die Frage jetzt unter den Filter und mache einmal einen kleinen Test und starte in der Vorschau von der Quellfrage. So, ich wähle mal die Marken BMW, Ford oder Lamborghini aus. Klicke weiter, das heißt, ich gerate in den Filter. Und für den nächsten Lauf dann einmal das Gegenteil. Was passiert, wenn ich keine der genannten Marken anklicke und auf Weiter drücke? Und so lande ich dann auf den Folgefragen des Fragebogens. Und das wäre so das einfache Setup, in dem dynamische Listen aus einer Quelle in einer Zielfrage dargestellt werden können. Aus der Liste aller Marken ist jetzt durch die Auswahl des Teilnehmers eine kleinere Liste entstanden, der Marken, die dem Teilnehmer bekannt sind. Und genau zu diesen Marken soll jetzt noch eine extra Frage gestellt werden. Um sich bei der Fragebogenerstellung Zeit zu sparen, empfehlen sich dafür Loops. Loops sind ein Mittel in EFS, um Inhalte, in diesem Fall die Marken, für Teilnehmer wiederholt darzustellen und eine Frage für die ausgewählten Marken zu wiederholen. Man spart sich dadurch den Programmieraufwand. Das heißt, bei 8 ausgewählten Marken legt man nicht 8 Seiten und 8 Fragen an und hat dadurch in der Programmierung etwas Vorteil, indem man schneller ist, als auch, wenn sich am Fragebogen noch etwas ändern sollte. Das heißt, wenn Marken hinzukommen oder wegfallen, wird auch die dynamische Liste sowie der Loop darauf dynamisch reagieren. Ich zeige einmal kurz das Beispiel, so wie es final aussehen sollte. Das heißt, für die Marken BMW, Ford, Lamborghini bekomme ich zunächst mal die gestützte Werbeerinnerung. Und für die nachfolgende Seite wird der Teilnehmer in den Loop geleitet und darf zu den gewählten Marken jeweils ein Item beantworten, nämlich inwieweit trifft die folgende Aussage auf BMW zu, passt denn die Marke zu mir und meiner Lebenseinstellung. So, unter so einem Loop kann natürlich nicht nur ein Item oder eine Frage platziert werden, sondern wir können ja auch in die Richtung gehen und einen ganzen Fragebogenzweig platzieren. Diese Frage wird jetzt durchrotiert für BMW, Ford und eben Lamborghini, bis der Teilnehmer aus dem Loop herauskommt und auf die Endseite geleitet wird. Ich würde in Grundsätzen jetzt zeigen, wie der Loop im Beispielprojekt angelegt werden kann. Hier ist erneut die Quellfrage und die gestützte Werbeerinnerung. Und jetzt geht es darum, die Frage zum Brand Engagement. Inwieweit trifft die folgende Aussage auf die Marke zu befüllen. An dieser Stelle sieht man, dass im Fragetext als auch im Itemtext ein von Rauten umschlossener Text enthalten ist. Dabei handelt es sich um einen Platzhalter, der dynamisch den Inhalt der Liste wieder ausgibt und dadurch auch variabel eingefügt die Marke für jeden Teilnehmer darstellt. Im Hintergrund sieht es so aus, dass in einer Frage über Umfragedaten einfügen aus den Listen ausgewählt werden kann, welcher Platzhalter an welcher Stelle im Fragetext oder in Itemtext verwendet werden soll. Hier erscheint dann für mich die Liste der bekannten Marken und hier hätte ich einen Platzhalter, um genau die Marke darzustellen. Die Frage, die abgefragt wird, steht also. Ich würde mich jetzt daran machen, den Loop selber aufzusetzen. Beim Loop gilt, wenn kein Item in der Liste vorhanden ist, dann wird der Loop auch nicht wiederholt. Das heißt, hier braucht man keine extra Filterbedingung vor einem Loop zu setzen. Unter Dynamik und Loop kann der Loop angelegt werden.
Der Loop erscheint dann in der Fragebogenstruktur, muss an die richtige Stelle per Drag and Drop gesetzt werden und alle Fragen oder Seiten, die unter den Loop gesetzt werden, werden wiederholt für die Anzahl der gewählten Marken. So ein Loop braucht also zum Funktionieren einmal untergeordnete Seiten und Fragen, als auch eine Liste, die das Ganze befüllt. Hier ist ein Direktlink, der mir dann die Auswahl der von mir angelegten dynamischen Liste erlaubt. Und wenn ich auf Speichern drücke, ist die Liste für den Loop ausgewählt. Und damit habe ich hier schon ein lauffähiges Beispiel. Ich sollte diesen Platzhalter jetzt einmal gegenprüfen. Das heißt, über den Button hier oben wähle ich aus den Platzhaltern die Listen aus und erkenne hier, dass ich für meine Liste 5 Platzhalter übrig habe. Und der erste Platzhalter wird genau den Markennamen einfügen. Und den Platzhalter würde ich auch gerne unten im Itemtext einfügen. Die Platzhalter können geöffnet werden über das Listenmenü und den Direktlink auf die Platzhalter in der dynamischen Liste. Hier habe ich die Möglichkeit, neben dem festgelegten Platzhalter, der die Marke enthält, auch eigene Platzhalter einzufügen. Hier könnte zum Beispiel ein anderer Text stehen, der auch im Loop so zur Erscheinung kommt. Hier könnte aber auch ein Link zu den Logos der Marken stehen, den ich dann im Beispiel verwende. Das Ganze ist jetzt schon ein lauffähiges Beispiel und würde bei 3 ausgewählten Marken 3 Wiederholungen hervorrufen. Ich lande jetzt auf dem ersten Durchlauf des Loops, den ich für BMW beantworte. Dann lande ich auf dem zweiten, zu dem ich die Frage oder das Item sofort beantworte. Und das dritte Item wird für Lexus beantwortet, wobei jetzt die Anzahl der Listen-Items erschöpft ist und ich auf die Endseite geleitet werde. In der Praxis als auch durch Kundenfeedback erfahren wir, dass es mit den Loops bei steigender Anzahl an bekannten Marken natürlich auch zu einem größeren oder verlängerten Fragebogen kommt, der zu einer höheren Abbruchquote führen kann. Dies können wir lösen über das Setzen eines Abbruchkriteriums, das den Loop möglicherweise nach einer bestimmten Anzahl an Durchläufen oder Marken stoppt. Weiter sind bei der Benutzung größerer Listen an Marken und gestellten Items Reihenfolgeeffekte zu beobachten, also eine Beeinflussung der Befragten in Abhängigkeit der dargestellten Reihenfolge. Beide Probleme möchte ich jetzt in der Software lösen und zeige Ihnen dazu zunächst die Randomisierung. Die Quellfrage an sich ermöglicht die Randomisierung von Items. Und diese Randomisierung an sich kann beibehalten werden. Das gilt für Zielfragen als auch für Loops. So ist es möglich, für Teilnehmer eine einmal randomisierte Reihenfolge auch für den Rest des Fragebogens beizubehalten, sodass beispielsweise BMW randomisiert immer an erster Stelle gezeigt wird. Dazu findet man in der Liste eine Einstellung, die bedeutet Zustand der Randomisierung in der Quellfrage für die Zielfrage übernehmen. Und so wird auch immer die einmal gesehene Reihenfolge beibehalten. Um den Teilnehmer nicht großartig zu belasten mit zu viel ausgewählten Marken und damit auch eingehend zu vielen Loop-Durchläufen, ist es möglich, diesen Loop nach einer bestimmten Anzahl an Durchläufen abzubrechen. Innerhalb des Loops ist es nämlich möglich, ein Abbruchkriterium zu verwenden. Und wenn dieses Kriterium gesetzt wird,
haben wir die Möglichkeit, anhand einer zusätzlichen Variable, nämlich Loop-Nummer, auf den derzeitigen Durchlauf zu prüfen. Und wenn diese Bedingung lautet, die Loop-Nummer ist größer als 5, dann wird der Durchlauf nach dem 6. Durchlauf abgebrochen. Wird bedeuten, ist der Loop-Durchlauf gleich 5, dann sehe ich genau diese Anzahl der Durchläufe oder eben weniger, wenn weniger Marken ausgewählt wurden. Ich würde das einmal eben kurz zeigen in der Vorschau. Das heißt, bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gewählten Items werde ich nicht alle sehen, sondern ich sehe randomisiert jetzt den 2. Durchlauf, jetzt den 3. Durchlauf, den 4. für Opel, den 5. für Peugeot und jetzt bin ich aus dem Loop heraus, obwohl ich 7 Marken gewählt habe. So kann also für den Teilnehmer die Befragungszeit verkürzt werden und wir riskieren weniger, dass jemand den Fragebogen nicht abschließt, weil die Bearbeitungsdauer zu lange dauert. Diese Abfolge der Items kann natürlich noch randomisiert werden. Das heißt, nicht nur die Items, die weiter vorne auftauchen, haben eine höhere Chance, immer gesehen zu werden, sondern wenn die Randomisierung aktiviert wird, haben alle Items eine gleiche Chance, hier dargestellt zu werden. Jetzt ist es aber so, dass bestimmte Marken gar nicht im Kontext der Automarken, sondern in anderen Kontexten vielleicht auch seltener bekannt sind und weniger angeklickt werden. Wir aber sicherstellen möchten, dass genau diese Marken einer Auswahl auf jeden Fall befragt werden sollten. In den Listen gibt es in den Aufnahmebedingungen die Möglichkeit, Items nicht nur bei einer Auswahl als Listenelement zu wählen, sondern eben auch bei einer Zufallsauswahl. Dabei handelt es sich um diese Option. Und aus der Kombination von der Zufallsauswahl als auch der Listenaufnahmebedingungen, wenn gewählt, immer Listenelement, ergibt sich dann in diesem Fall eine Priorisierung von BMW. Es wäre also durch diese Konfiguration gleich möglich, dass wenn BMW ausgewählt wird, diese Marke auch immer im Loop dargestellt wird, im Gegensatz zu den anderen Marken, die jetzt durch die Zufallsauswahl etwas niedriger priorisiert sind. So. Die Ausgabe im Loop kann nämlich jetzt umkonfiguriert werden, sodass bestimmte Elemente zufällig eingebunden werden und andere Elemente wie dieses hier BMW automatisch eingebunden werden, da sie höher priorisiert sind. Ich gehe einmal in den Loop und kann hier dann eine Zufallsauswahl konfigurieren und eben festlegen, dass 5 Elemente zufällig aus der Liste ausgewählt werden. Das bedeutet, dies sind die Elemente, die mit wenn gewählt in Zufallsauswahl versehen wurden. Und hier ist es möglich, eine erweiterte Zufallsauswahl zu konfigurieren. Das ist nötig, da wir eine Kombination aus gewähltem Listenelement und zufällig gewählten Listenelementen vorliegen haben. Ich klicke einfach mal, wenn die Anzahl der gewählten Elemente gleich 4 ist, dann sollen 4 Elemente gezogen werden. Wenn die Anzahl der zufällig gewählten Elemente gleich 5 ist, sollen auch 4 Elemente gezogen werden. So stelle ich das Maximum von 5 abgefragten Items sicher. Und auch wenn BMW priorisiert ist, wird nicht ein zusätzlicher Durchlauf gestartet. Das bedeutet an dieser Stelle in der Vorschau, wenn ich alle Marken anwähle, kann ich auch sicher gehen, dass BMW dabei ist und die anderen Marken im Loop
zufällig dargestellt werden. BMW ist nun die erste Marke, die gezeigt wird, und die anderen vier sind randomisiert ausgewählt werden worden. Am Ende lande ich auf der Endseite und so ist es möglich, bestimmte Marken innerhalb eines Loops zu priorisieren. Ich hoffe, ich konnte damit einen Überblick über die dynamischen Elemente in der Fragebogenprogrammierung geben, darunter dynamische Listen und Loops als auch die zugehörige Konfiguration. Jetzt würde ich mich freuen, wenn Sie alle offenen Fragen, die so während des Webinars aufgekommen sind, in den Chat schreiben würden. Ich versuche dann auch alles zu beantworten, was jetzt noch im Rahmen der Zeit möglich ist. Abseits dessen kann ich die Fragen natürlich mitnehmen und separat beantworten. Ich habe zum ersten Mal ein paar Rückmeldungen zum Ton und zum Videobild. Eine kurze Info, wir versuchen das Webinar im Laufe des Tages auf YouTube hochzuladen und verteilen den Link unter allen Teilnehmern. Das bedeutet, wenn Sie zu spät ins Webinar gekommen sind, zwischendurch mal die Internetverbindung abgebrochen ist, dann könnten Sie das Ganze noch als Mitschnitt in Ruhe betrachten, wenn Sie jetzt irgendwelche Schritte nicht direkt mitbekommen haben. Okay, ich sehe jetzt keine Fragen hereingekommene. Doch jetzt habe ich etwas. Einen Moment. Wie können die Bilder im Loop eingefügt werden? Okay, das könnte ich kurz zeigen. Was die Frage genau bedeutet ist, ich habe einmal den Start auf der Frage der gestützten Bekanntheit der Marken. Nehmen wir mal BMW und Lexus. Auf der nächsten Seite, dann wurde in der letzten Zeit Werbung gesehen von den Marken und jetzt steige ich in den Loop mit den zwei gewählten Marken und hier oben gibt es einmal das Logo zu sehen. Darauf bezieht sich die Frage. Ich würde dann jetzt einmal im Hintergrund schauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Innerhalb eines Loops ist es möglich, mehrere Platzhalter zu setzen. Der erste Platzhalter ist dabei immer reserviert für die Marke, so wie sie in der Quellfrage per Text angegeben wurde. Ich habe aber noch die Möglichkeit, vier weitere Platzhalter zu füllen. Und hier habe ich, wie Sie sehen können, die Logos aus der Medienbibliothek eingefügt und diese sind dann über diesen Platzhalter, der von Rauten umschlossen wird, einbindbar. Das heißt, in der Frage innerhalb des Loops würde ich einmal kurz auf die Seite gehen. Die besteht aus einmal der Matrixfrage weiter unten. Die sieht so aus. Und einmal besteht diese Frage aus einer Überschrift. Und in der Überschrift habe ich lediglich den Platzhalter eingefügt und über die Formatfunktion zentriert. Man könnte sagen, in der Ausgabe sorgt EFS für den Rest und fügt hier dann eben den HTML-Code ein und bindet auch eben genauso das Bild der Marke ein. Ich hoffe, die Frage konnte so beantwortet werden. Ich wechsle dann mal auf die nächste Frage. So, eine Frage zur Variablenbenennung im Loop. Wie werden diese durchbenannt? Das würde ich Ihnen auch gern zeigen. Sobald in einem Projekt ein Loop angelegt wurde und darunter auch Seiten und Fragen, werden natürlich auch die entsprechenden Variablen darunter angelegt. In der eigentlichen Frage sehe ich jetzt, ich habe hier ein Item benannt mit der V36. Das heißt also, das ist der Variablename, den EFS dafür generiert hat. Und in einem Projekt mit aktiviertem Loop kann man ins Codebuch wechseln und findet dann hier eine zusätzliche Option, die sich nennt Namen der Variablen, die beim Export von Loop-Seiten entstehen, anzeigen. Wenn das einmal abgespeichert wird, müsste man nur noch nach der V36 suchen und sieht hier unten, dass diese Variable einmal für jede Marke jetzt im Datensatz erscheint und zwar mit einem Postfix, also einem Kürzel am Ende mit Unterstrich 1, Unterstrich 2 und wobei 1 BMW ist und 2 ist Ford und diese Ordnungsnummern, die stammen aus der Liste. Das würde bedeuten, wenn ich es mal einmal abgleiche mit den angelegten Listen in meinem Projekt
finde ich in den Aufnahmebedingungen hier auf der linken Seite eine Ordnungszahl, eine vordefinierte, und da heißt es 1, 2, 3 und das ist dann genau das Kürzel, was am Ende dieser Variablen im Export erscheint. Und so erkenne ich auch, welche Antworten gehören denn eigentlich zu welcher Marke. Der Datensatz wird damit durchaus größer, aber so ergibt sich durch den Einsatz von Loops generell eine Zeitersparnis im Programmieren des Fragebogens. So, ich hoffe, das beantwortet diese Frage auch. Ich schaue mal in die nächsten Fragen. Kann die Reihenfolge im Loop zum Beispiel nach Bewertung der Passung zum Lebensstil eingestellt werden? Je höher die Passung, desto früher im Loop wird die Marke in einem weiteren Loop abgefragt. So, die muss ich mir jetzt nochmal durchlesen, damit ich die verstehe. Also, aber generell kann man sagen, die Reihenfolge im Loop kann angepasst werden, indem ich in den Loop-Einstellungen eine bestimmte Option treffe. Ich kann einmal kurz sagen, ich bin im Loop in den Einstellungen derzeit und hier heißt es, ich kann numerisch sortieren nach Antworten in der Quellfrage, ich kann alphabetisch sortieren und ich kann alphabetisch sortieren nach Listen-Element-Label. Und was noch möglich ist, ist Einfügen der Listenelemente nach höchstem oder niedrigstem Codewert, das heißt höher bewertet oder niedriger bewertet. Ich denke, das löst die Anforderungen nicht komplett, da sie eine spezifische Reihenfolge vorgeben wollen. Ich glaube, ich kann mir dazu noch mal Gedanken machen, ob es hier einen Lösungsweg gibt. Aber wenn, kann ich den wahrscheinlich in dem Rahmen dieser Zeit, die wir noch haben, nicht hier zusammenbauen. Okay, ich schaue noch mal weiter in die Fragen. Ich habe keine weitere Frage. Das bedeutet für mich, ich würde jetzt mich nur noch bedanken für Ihre Teilnahme am Webinar. Es ist schwierig, dieses Thema der Listen und Loops, und ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Frage auch durch den Chat bei uns ankommt, weil sie einfach zu vielfältig und reichhaltig sind. Deshalb würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir die einfach per Mail. Dann ist schnell feststellbar, ist das denn etwas, was wir schnell beantworten können? Oder ist es etwas, wozu wir gerne vielleicht eine individuelle Schulung machen würden, um dann bei Ihnen vor Ort vielleicht genau dieses Projekt-Setup oder die Anforderungen zu klären? Das war's von mir. Vielen Dank für die Teilnahme.